Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 140 Sadistische Vorlieben Zweiter Teil. Danke, Severus, sagte Hermine, bevor sie nach draußen gingen. Remus folgte ihr und bedankte sich ebenfalls bei Severus, was dem zu missfallen schien. Hermine wollte gerade noch Harry nachgehen, da wandte sie sich um und fragte: Wann soll ich heute bei Ihnen sein? Heute? Gar nicht. Machen Sie sich einen schönen Tag, ich habe andere Dinge zu erledigen, antwortete Severus, bevor er mit schnellen, lautlosen Bewegungen zur Treppe ging, die in die Kerker führte. Das macht er nur, um mich zu ärgern, murmelte Hermine grantig, woraufhin Remus lachen musste. Sei doch froh, dass du heute frei hast. Komm, wir gehen, Harry wartet. In seinem Wohnzimmer angekommen, ließ Harry sich auf die Couch fallen, um entspannt und laut durchzuatmen. Jetzt weiß ich, warum die Lehrer am Tag des Ferienbeginns immer so glücklich ausgesehen haben, sagte er grinsend. Selbst der lieben Pomona hat man angesehen, dass sie die Ruhe der nächsten Wochen zu schätzen weiß. Sie bleibt auch hier? Fragte Hermine, als sie sich ihm gegenüber hinsetzte. Ja, in erster Linie wegen Meredith. Sie wollen zusammen ein paar Ausflüge unternehmen. Ginny und ich werden sie auch einmal begleiten. Das haben wir schon ausgemacht. An Remus gewandt, fragte Harry: Was meinst du, wann Hogsmeade wieder freigegeben wird? Ich stelle mir das für die Bewohner sehr stressig vor, so mir nichts, dir nichts, die Häuser verlassen zu müssen. Ich habe keine Ahnung, Harry. Die Schüler werden ja gegen Mittag erst zum Bahnhof gebracht und bis der Zug abfährt, dauert es auch einen Moment. Man wird anschließend nicht einfach gehen. Wie ich Kingsley kenne, würde die Gegend selbst danach nochmal sehr gründlich unter die Lupe nehmen, erwiderte Remus. Und wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, dass ich diese Nacht auch noch in Hogwarts verbringen werde. Es klopfte. Oh, das wird Draco sein, sagte Harry in die Runde, bevor er laut herein rief. Neville? Harry schien etwas verdutzt, als sein Freund vorsichtig ins Zimmer lugte. Tut mir leid, falls ich stören sollte. Nein, komm nur rein. Wir hatten nur mit jemand anderem gerechnet. Setz dich doch, bot Harry freundlich an. Nein, ich habe keine Zeit. Ich fahre nachher mit zum Bahnhof und habe deswegen noch einiges zu erledigen. Ich wollte nur kurz mit Hermine sprechen. Er blickte sie direkt an und sagte: Ich komme vor den Feiertagen nochmal wieder, aber werde über Weihnachten weg sein. Ich wollte dir Bescheid geben, dass alles bestens gewachsen ist. Die Pflanzen sind bereit. Du kannst jederzeit ins Gewächshaus 4 gehen und ganz hinten links findest du alles. Wieso bleibst du nicht die ganzen Ferien über mit Luna zusammen? Wollte Harry wissen. Luna hat ja gar keine Ferien. Im Gegenteil, sie hat sehr viel zu tun. Gleich morgen früh hat sie ein Gespräch mit den Herren von der Muggelpost. Oh ja, unterbrach Hermine. Eine tolle Zeitung. Arthur hat sie abonniert und ich lese sie auch regelmäßig. Bewirbt sich Luna dort? Das hat sie schon. Und morgen ist bereits das Vorstellungsgespräch. Luna möchte, dass ich zu Hause bin, auch wenn sie mit ihren Vorbereitungen beschäftigt sein wird. Sie meint, allein meine Anwesenheit würde sie beruhigen. Er lächelte zufrieden. Sag Luna von uns allen, dass wir ihr die Daumen drücken, sagte Hermine ehrlich. Ach Neville, wieso operierst du nicht einfach? Ich mag den Zug, rechtfertigte sich Neville, dem Operationen nicht lag. Ich auch, stimmte Harry zu. Dann eine gute Fahrt. Nachdem Neville das Wohnzimmer verlassen hatte, streckte sich Harry, um seine Muskeln zu lockern. Gleich darauf ließ er seine Hände in den Schoß fallen und blickte zu Hermine und Remus hinüber, bevor er spitzbübisch fragte: Was war das vorhin? Mit gestern noch eine kleine Wanderung unternommen? Was habt ihr beiden ausgeheckt?
Weil die beiden einen erstaunten Blick austauschten, erklärte Harry: Ich habe zwei gesunde Ohren. Ich habe das durchaus gehört und auch aufmerksam registriert. Amüsiert erklärte Hermine: Du weißt ja, dass Severus immer wieder auf den Dachboden geht. Und da war ich mit Remus Hilfe mitten in der Nacht einfach mal ein wenig da oben schnüffeln. Na, was gefunden? Den Raum habe ich gefunden, aber ich konnte ihn nicht öffnen. Gestand Hermine. Hör ich recht? Es gibt etwas, was du mal nicht öffnen kannst? Er wollte sie liebevoll auf den Arm nehmen, doch sie fühlte sich in ihren Fähigkeiten gekränkt, was er bemerkte. Ich hab doch nur Spaß gemacht, Hermine. Mit einem Male wurde sich Harry darüber bewusst, dass auch Remus im Raum war, doch der hatte bisher nur still zugehört. Weil Harry ihn so eindringlich anblickte, erklärte Hermine: Ich hab ihm ein bisschen was erzählt, Harry, wegen Severus. Harry nickte, doch er äußerte sich nicht dazu. In seinen Augen war es nicht schlimm, ihn eingeweiht zu haben. Remus war ein sehr verschlossener Mensch, bei dem Geheimnisse bestens aufbewahrt waren. Man hätte ihn zum Geheimniswahrer machen sollen, dachte Harry betrübt. So, Harry? Sagte Hermine, sodass er sie aufmerksam anblickte. Da du ja nichts von dir aus erzählen willst, frage ich einfach. Was genau hast du vorhin in der großen Halle gesehen? Du sagtest, du hättest die Farben der Schüler sehen können. Wieder legte sich ein zufriedenes Lächeln auf sein Gesicht, als er sich an den wunderschönen Anblick erinnerte. Ich kann es euch zeigen! Begeistert stimmte Hermine zu. Harrys Denkarium hatte sich wieder als brauchbarer Schatz erwiesen. Harry gab Wobble Bescheid, dass er Draco hereinlassen sollte, falls die Erinnerung bis zu dessen Besuch noch nicht vorüber sein sollte. Im Anschluss stellten sich Harry, Hermine und Remus um das Denkarium herum. Während die drei mit ihrer Nasenspitze die Flüssigkeit berührten, tauchte Schwester Marie mit ihrem Gesicht aus dem mit eiskaltem Wasser gefüllten Waschbecken in den Waschräumen der Angestellten des St. Mungos Hospitals für magische Krankheiten und Verletzungen auf und blickte vor sich in den Spiegel. Was Mr. Malfoy ihr eben erzählt hatte, war nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Allein der Gedanke an die Grässlichkeiten, die von einigen seiner Verwandten zum Spaß erdacht worden waren, ließen ihr eine Gänsehaut über den Rücken hinunterlaufen. Marie hoffte innig, dass es in der Vergangenheit nicht noch mehr Menschen gegeben hat, die an dem gleichen Krankheitsbild wie Miss Parkinson hatten leiden müssen. Warum denken Sie, dass Sie womöglich helfen könnten? Hatte sie vorhin von ihm wissen wollen. Weil die Todesser sich viele Qualen für diejenigen ausgedacht haben, die sich dem dunklen Lord in den Weg gestellt hatten, hatte er geantwortet. Eine Weile lang hatte sie nichts sagen können, denn in diesem Moment war der Mann vor ihr der Todesser Malfoy gewesen und nicht der Patient, den sie bereits seit Monaten kannte. Marie, hatte er mit ruhiger, aber sehr ernster Stimme gesagt. Meine Schwägerin war sehr hasserfüllt gegenüber Muggeln gewesen. Durch die dunklen Künste einem ihrer Steckenpferde war sie schon sehr früh auf ganz abscheuliche Flüche und Tränke gestoßen, über die sie jedoch nicht nur lesen wollte, sie wollte sie ausprobieren. Sie meinen, hatte Marie zaghaft begonnen, dass Miss Parkinson an einem dieser schwarzmagischen Flüche oder Tränke leidet? Aber weder die Station für Vergiftung durch Zaubertränke und magische Pflanzen noch die für Fluchschäden und Zauberunfälle hat bei Miss Parkinson etwas Schwarzmagisches gefunden. Meine Schwägerin hat experimentiert, Marie. Für sie wäre es nur der halbe Spaß gewesen, mit Tränken zu arbeiten, die leicht zu entdecken wären oder für die ein Gegenmittel existieren würde. Ich gebe an dieser Stelle zu, dass mich das Thema nie sehr interessiert hat, weswegen ich auch nicht viel
zu den Tränken sagen kann, mit denen meine Schwägerin ihr Mann und dessen Brüder hantiert haben. Ich kann mich jedoch sehr lebhaft an einen Tag erinnern, an dem sie in einem Buch einen Trank gefunden hatte, von dem sie äußerst begeistert gewesen war. Das, was sie mir über Miss Parkinson erzählt haben, Marie, hat mich an diesen Tag erinnert. Meine Schwägerin hatte eine bestimmte Passage vorgelesen und die handelte von einem Trank, der einen Körper leblos erscheinen lassen würde. Ihre Vergnügungssucht wurde damit jedoch nicht gestillt. Nur zu wissen, dass ein Lebender wie ein Verstorbener behandelt werden würde, reichte ihr bei weitem nicht aus. Nein, ihr lag etwas ganz anderes am Herzen, und das war die Qual der Opfer. Sie hatte über einen langen Zeitraum hinweg einen Trank nach ihren persönlichen Wünschen modifiziert, damit sie nachts auf den Friedhöfen ihre begrabenen Opfer in den Särgen schreien hören konnte. Während sie vorhin bereits sein Krankenzimmer hatte verlassen müssen, weil sie sich unwohl fühlte, hatte sie Mr. Malfoy noch den Namen des Trankes sagen hören. Nun stand sie hier im Waschraum, blickte in den Spiegel und beobachtete, wie einige Tropfen an ihrem Gesicht hinunterliefen. Malfoys Erzählung hatte sie tief bewegt. Mitgefühl für unbekannte Opfer breitete sich in ihr aus. Das Gefühl der Machtlosigkeit konnte sie kaum ertragen. Und sie war erschüttert über all die Bosartigkeiten, von denen sie erfahren hatte. Mr. Malfoy selbst hatte auf sie nicht so gewirkt, als hätte er die Vorliebe seiner Schwägerin teilen können. Vielleicht, so dachte Marie, war er auch nur erbost darüber, dass es Miss Parkinson, eine Reinblüterin, getroffen hatte, von der er sehr viel zu halten schien. Marie würde im Laufe des Tages Professor Juno davon berichten, wenn die mit den ganzen Analysen fertig wäre, denn bei so einer schwierigen Arbeit wollte Marie nicht stören. Von einer Dame aus dem Ministerium hatte Marie heute Morgen über den Kamin im Schwesternzimmer die Information erhalten, dass Mr. Shacklebolt und Miss Tonks noch beschäftigt wären, sich jedoch sofort bei ihr melden würden, wenn sie zurückkommen würden. Nachdem Marie sich um Miss Parkinson gekümmert hatte, nahm sie den Aufzug in das erste Untergeschoss, denn dort war Professor Juno anzutreffen, der sie von Mr. Malfoys Erzählung berichten wollte. An die Bürotür klopfend, wartete Marie, bis die Professorin ihr Einlass gewähren würde. Doch als niemand antwortete, öffnete Marie die Tür einen Spalt. Juno lag auf der schmalen Couch und war offensichtlich genauso erschöpft wie Marie. Was Mr. Malfoy ihr gesagt hatte, dachte Marie, müsste noch warten, bis die Professorin wieder fit war, und so wollte sie die Tür wieder schließen. In diesem Moment regte sich Juno. »Marie?« Die Professorin setzte sich auf und fragte, »Ist sie wieder wach?« »Nein, aber ich habe einen Anhaltspunkt. Naja, möglicherweise könnte es einer sein, das müssen Sie entscheiden«, sagte Marie betrübt. Juno klopfte zweimal mit der flachen Hand auf das Polster neben sich auf der Couch und sagte, »Setzen Sie sich und erzählen Sie mir.« Zögerlich setzte sich Marie, bevor sie einmal tief Luft holte, und sagte, »Hören Sie mich bitte erst an, bevor Sie sich aufregen.« Erstaunt zog Juno die Augenbrauen in die Höhe, doch sie nickte, sodass Marie erzählte, »Mr. Malfoy hat mir einen Hinweis gegeben, den ich persönlich für glaubhaft...« »Marie, Sie haben Mr. Malfoy doch nicht etwa von dem Zustand von Miss Parkinson unterrichtet? Wenn ja, dann...« Diesmal unterbrach Marie mit ruhiger Stimme. »Ich habe die Schweigepflicht verletzt. Ja, ich bin während meines Gesprächs mit ihm nicht allzu sehr ins Detail gegangen. Aber Sie können mich trotzdem beim Direktor melden, aber erst nachdem Sie mich angehört haben.« Juno presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen,
machte ihr jedoch mit einer Geste deutlich, dass sie fortfahren sollte. Mr. Malfoy erzählte mir von seiner Schwägerin, die sich sehr gerne und oft mit schwarzmagischen Dingen befasst hat. Sie hätte mit grauenvollen Flüchen und Tränken experimentiert. Nicht selten, sagte Mr. Malfoy, hätte seine Schwägerin die Resultate auch an Muggeln getestet. Ich hatte ihm erzählt, dass Miss Parkinson die ganze Zeit über wie tot wäre und sie nur ganz selten aufwachen würde. Mr. Malfoy meinte dazu, seine Schwägerin hätte Freude daran gehabt, zuzusehen, wie Muggel ihre Toten betrauern würden, wenn sie selbst wusste, dass die Person noch am Leben war und man sie lebendig begraben hatte? Vervollständigte Juno schockiert. Der ursprüngliche Trank ließ die Opfer nicht mehr aufwachen, aber sie konnten noch alles spüren. Mr. Malfoys Schwägerin hat den Trank abgeändert und dafür gesorgt, dass sie dann und wann aus ihrer Totenstarre erwachen und sich ihrer Lage bewusst werden. Maries Stimme war zum Ende hin immer leiser geworden. Professor Juno schluckte laut, denn sie musste daran denken, dass womöglich einige von den vielen Menschen, für die sie während des Krieges einen Totenschein ausgestellt hatte, gar nicht tot gewesen waren. Und selbst wenn sie es nicht genau wusste, spürte sie bereits einen unangenehmen Druck auf ihrem Herzen. »Hat Mr. Malfoy auch gesagt, wie der ursprüngliche Trank hieß?« fragte Professor Juno mit zittriger Stimme. Marie nickte und antwortete. »Er hieß Schlafes Bruder.« Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.